So, und zwar, das ist Uwe und das ist mein Bett. Und zwar, ich und Uwe sind echt gut, Big Friends. Er schläft immer auf der Couch meistens ein. Morgens, wenn ich aufstehe, schläft er dann immer neben mir oder halt in seinem Körbchen hier. Schläft ziemlich viel, weil er sich die Nächte um die Ohren schlägt. Er ist wirklich manchmal ganze Nächte draußen einfach, wo so ein junger Typ noch ist, aber er schlägt sich da irgendwie draußen durch. Echt faszinierende Katze. Und ich hatte nie so die Affinität zu Katzen, aber man bekommt immer das im Leben, womit man sich entwickeln kann irgendwie. Und wir haben echt eine ganz besondere Beziehung auf jeden Fall. Ist echt richtig cool. Kuscheln viel und so. Ja, kann man gebrauchen als Single. Ja, ich bin Schweineliebhaber, da oben mein Kuscheltier, seht ihr. Und das fand ich ziemlich lustig, wie er die Tatze so da drüber gehangen hat. So richtig cool, lässig. So. Wie so ein Arm aus dem Fenster beim Auto. So, und das sind hier meine Sachen, die ich nehme momentan. Das sind meine Toilettenpapierrollen. Alles klar, Bruder. So, und zwar, wir bringen auch bald eigene Pflegeprodukte raus. Übrigens sind gerade in Entwicklung. Aber momentan nehme ich dieses Vitamin-C-Serum hier. Dann Hyaluron-Serum. Und dann halt Baobab-Öl. Das nehme ich immer vor dem Video halt, damit ihr wisst. Vielleicht fragen sich manche. So, das ist mein erstes Zeug, was ich zu mir nehme. Und zwar, das ist der Uwe. Der kommt jetzt in den Topf rein und dann geht's ab. Nein, Spaß. Also, das ist Tee, mache ich mir als allererstes. Warum Wasser trinken morgens, wenn man auch Tee trinken kann, frage ich, habe ich mich dann irgendwann mal gefragt und das habe ich damit angefangen. Und zwar, was trinke ich für einen Tee? Das ist Chaga-Tee von uns selbst, von Vitasomal. Gibt es leider erst nächste Woche für euch zu kaufen. Das ist Wildsammlung, per Hand gesammelt aus Finnland. Also höchste Qualität, wirklich Organic natürlich. Ne? Also Wildsammlung, ja. Das sind unsere Tees übrigens. Wir haben 13 weitere Tees, alles Organic natürlich. Und da ist so ein halber Liter ungefähr, 600 Milliliter, mache ich zwei gehäufte Esslöffel rein. Meistens trinke ich aber so bis zum Liter oder so, aber jetzt war ein bisschen weniger. Und weil ich davor schon einen Schluck Wasser getrunken hatte. Jo, und das lasse ich ein bisschen aufkochen. Danach mache ich mit Wasserkocher noch nach. So spare ich einfach ein bisschen Zeit. Und den lasse ich, das, also ich zeige euch mal jetzt gleich, das ist nur ein paar Minuten gezogen. So 3 Minuten oder so. Und schaut euch mal, wie kräftig die Farbe bereits ist. Also es ist eine Wahnsinnsqualität auf jeden Fall. Ich freue mich schon, dass wir 13 andere Tees bald noch haben. Also die sind alle richtig, richtig gut. Auch viele, die es noch gar nicht gibt. Manche sind sogar verboten, aber die sind nicht als Tee deklariert. Ja, so sieht es dann aus. Verkleckert, alles klar, Patrick. Und als nächstes, wenn das Bild mal weitergehen würde. Alles klar hier. Das ist das schlecht vorbereiteste Video ever. Ich habe den Ton verkackt, ich gebe es zu. Ich habe den Ton verkackt, deshalb muss ich jetzt dieses Voice-Over machen. Okay, jetzt gibt es Gurken hier. Bio-Gurken, und zwar, ich habe es echt gefunden. Gurken neutralisieren den Geschmack von Weizengrassaft oder Dinkelgrassaft. Ey, wirklich, Gurken. Ich habe alles Mögliche schon probiert. Alles. Ich war schon fast dabei, Wodka zu nehmen. Aber, nein, Spaß. Aber, ne, ist wirklich keine Chance. Aber mit Gurken ist es wirklich neutralisiert, nicht? In Saft natürlich alles im Angel Juicer. Darauf freue ich mich immer ganz besonders. Das ist echt ein toller Saft, meiner Meinung nach die beste Investition meines Lebens. Hier ist der fertige Saft. Und zwar, was ich mache, ich nehme meistens einen kleinen Schluck davon und dann zieht sich in meinem Mund voll viel Speichel zusammen. Und dann spucke ich den Speichel da wieder rein, zweimal, weil das ist nicht eklig, der kommt aus deinem Mund. Also, was ist daran eklig halt, ne? Ob es später wieder in deinem Mund ist oder so, ist doch völlig egal, ne? Und so helfe ich es halt ein bisschen, dann kann ich es relativ auf einmal trinken halt, wenn ich vorher schon ein paar Verdauungsenzyme hinzugesetzt habe durch meinen Mund, wisst ihr? Und ja, so mache ich das halt immer und das ist so ein kleiner Shot, was heißt denn kleiner, ne? Ja, hier sehen wir nochmal Batman. Kuschel-Batman. Er nutzt jede Möglichkeit, sich zu reiben. Jo, und zwar auch sehr, sehr spannend jetzt, was jetzt kommt. Keine Ahnung, was jetzt kommt. Okay, er reibt sich nochmal an mir. Das wollte ich euch nochmal zeigen. So, und jetzt hier sehr spannend, aber hier, also, das ist unser Mahlzeitersatzprodukt. Und da bin ich so verdammt stolz drauf. Wir haben gerade 30 Tester auch am Laufen, die das zugesendet bekommen haben. Also wir haben hier Schokolade, Vanille, Pizza und Beeren. Pizza fliegt aber raus, das wird es nicht geben, das ist nicht so der Knaller. Aber die drei Sachen wird es auf jeden Fall geben. Das ist Rohkost, das ist hundertprozentig gekeimt, nicht nur eingeweicht oder solche Sachen. Wir haben es also gekeimt verkauft, wieder dementsprechend. Nein, wir zeigen euch Bilder und so weiter. Die sind 5 Tage gekeimt, also richtig weit gekeimt. Richtig Rohkostqualität, nicht dieses, viele Leute schmücken sich mit Rohkostqualität, haben aber Sprühtrocknung, so ganz kurz, hohe Temperaturen, viele Pulverchen und so weiter. Rohkostqualität, ja, alles klar, ne? Das ist Sprühtrocknung, nein, das ist wirklich 40 Grad getrocknet, schwund getrocknet, ja.
Wir haben auch das gleiche noch hier, Riegel, das ist ein Low-Carb-Riegel aus gekeimten Hanf, gekeimten Leinsamen und mit Stevia gesüßt und solche Sachen, also und wirklich gekeimt, ne, und wirklich Rohkostqualität, echte, also höhere Qualität geht es wirklich nicht mehr, Endstufe. Das ist jetzt mit Schokolade, mit Kakao so quasi noch, das ist wirklich der beste Riegel, den ich je in meinem Leben gegessen habe. Das sage ich jetzt nicht nur, weil wir den Ding ist, also jetzt wirklich ganz objektiv, ich schwöre euch bei allem, was mir lieb ist. Es ist wirklich unglaublich, schmeckt so gut, der Riegel. Dann haben wir noch einen Vanilleriegel, ein Beerenriegel und ein Pizzariegel. Und dieser Pizzariegel, der bleibt auf jeden Fall, weil der ist echt richtig lecker. Ja, das ist ein Low-Carb-Riegel. Das ist ein High-Carb-Riegel. Die sind mit gekeimtem Buchweizen, gekeimter Hirse und solche Sachen halt alles, ne? Gekeimter Quinoa und diese alle Sachen, ne? Natürlich auch glutenfrei. Und ja, das Mahlzeitenersatzprodukt wird auch. Erzähle ich gleich noch mal ein bisschen was zu. Ja, die sind auch alle in Mache, sind soweit, die Rezepturen stehen alles soweit. Ich hoffe, dass wir relativ zügig damit bald starten können. Und sowas gibt es in Europa noch nicht, die Qualität, die wir haben. Es wird ein Omega-3-Verhältnis 1 zu 1 haben. Es wird essentielle Aminosäuren enthalten, weil es ja gekeimt ist und noch zusätzliche Aminosäuren. Ich möchte natürlich noch nicht zu viel verraten. Ne? So, ihr lernt sich gerade so ein bisschen mit Uwe. Aber Uwe fragt sich nur, sag mal, bist du eigentlich total behämmert oder was? Was willst du überhaupt von mir? Und ja, das ist meine erste Mahlzeit hier. Das ist Blaubeere mit Blaubeere. Ja, das ist sehr einfallsreich, Patrick, aber so muss das einfach. Das sind wilde Heidelbeeren. Und zwar, die sind die ganz, ganz hellen, die Kulturheidelbeeren hier, seht ihr? So, sehr großer Unterschied. Und weil die anderen so extrem anthocyanhaltig sind, mache ich immer noch gekeimte Leinsamen hinzu. Haben wir überhalb von Mahlzeitenersatzprodukten, also Mahlzeitenersatzprodukt ist auch gekeimte Leinsamen noch drin in der neuen Rezeptur. Und da habe ich ein bisschen was über gehabt, habe ich mir abgejabert und hier habe ich Pinienpollen. Also richtig krass, das sind pure sekundäre Pflanzenstoffe, viel Eiweiß haben die auch, also freie Aminosäure, da sind Stoffe drin, die kennen wir noch gar nicht. Da wurden vor kurzem Stoffe entdeckt, die kannte man noch gar nicht. Es ist unglaublich, dieses Produkt, also auch Biolandqualität, also es ist noch höher als Demeter, ja. Ja. Und in meinen Dingens mache ich mir auch noch immer die Lipos, trinke ich dazu. Also 3 Lipos trinke ich morgens, ja, ich trinke das Q10 auf jeden Fall nüchtern, das D3 nüchtern und das Astaxanthin nüchtern. Und zu diesen Dingens hier, zu den Mahlzeiten, zu dem ersten, weil da auch ein bisschen Fett drin ist in den liposomalen Vitaminen von mir, das OPC, dann halt der B-Komplex und das Vitamin C trinke ich halt dazu, halt damit viele Leute wissen, vielleicht fragen sich einige, wie ich das einnehme oder sowas halt, ne. Meines Erachtens immer noch die besten Vitamine weltweit auf dem Markt, die liposomalen Formulierungen hier. Wir haben auch viel geschmacklich getan, hat sich bei uns von Vitasomal auf jeden Fall. Hier ist das Mahlzeitenersatzprodukt, hier seht ihr die Konsistenz auf jeden Fall richtig easy, meiner Meinung nach. Es war so schwierig, wir haben 4, 5 Monate, glaube ich, saßen wir da dran an der Rezeptur. Natürlich machen wir da keine Trennstoffe rein, unten sieht man, sie setzt sich ein bisschen was ab, das ist aber völlig natürlich, weil wir haben keine Trennstoffe oder sonst was drin, wir haben einfach den Hirseanteil etwas erhöht, weil das enthält ja Silizium, und Silizium ist ein Trennmittel, aber wir wollen natürlich keine Zusätze oder sonst was haben, also haben wir trotzdem, weil Silizium so viel enthält, davon erhöht. Der Hirse davon so viel enthält, erhöht. Und damit haben wir es wirklich gut hinbekommen. So, ich hänge ein bisschen hinterher. Hier haben wir jetzt Spinat. Und zwar, ich taue dann immer auf. Eine Nacht vorher, na, was heißt immer? Momentan esse ich sehr, sehr wenig Spinat nur noch, weil ich habe ein ganz cooles Substituent gefunden. Das zeige ich euch jetzt gleich, was ich mache. Aber für euch würde ich das empfehlen, weil Spinat ist so das, ja, wie soll man sagen, leckerste Grünzeug noch mit, so was man essen kann, finde ich halt so. Gerade wenn man damit anfängt, so. Von daher würde ich euch erstmal empfehlen, Spinat damit anzufangen. Und zwar den Prozentsatz dann immer weiter runterzusetzen von dem Spinat. Und zwar lieber hiermit substituieren. Und zwar, ich bin totaler Baumblätter-Fan und ich esse jeden Tag Baumblätter. Klingt total bescheuert und sollte man denken, so, was bin ich für ein Affe oder so. Ist mir scheißegal. Ich kriege das kostenloses Grünzeug in höchster Qualität mit Mineralien, die normalerweise niemals in Kulturgrün noch vorkommen und solche Sachen. Da sind bestimmt richtig geile Sachen drin. Und von daher pflücke ich mir hier Eichenblätter. Kann man super essen. Ein bisschen hart auf jeden Fall. Aber hier habe ich leider ein bisschen Ast mit. Aber der Mixer schafft das auch. Und ja, also Eichenblätter, heißer Tipp auf jeden Fall. Ein bisschen fester von der Konsistenz her, aber im Geschmack auf jeden Fall super gut, finde ich. Schon ein bisschen bitter, weil man weiß ja, dass die Eicheln auch sehr viel Bitterstoffe enthalten. Ne? Hier Brombeerblätter gehen auch, aber nur die jungen. Ja, ganz wichtig, nur die jungen Brombeerblätter. Die alten vom Vorjahr, die nicht mehr. Die sind nicht so gut. Die sind extremst bitter halt. Ne? Aber die jungen Brombeerblätter gehen super. Und Brombeerblätter habe ich ebenfalls ein Video dazu gemacht. Zerstören sogar MRSA-Erreger, multiresistente Keime.
Hier sind Kirschblätter, geht ebenfalls sehr dominant im Geschmack auf jeden Fall, weil Kirschen auch echt ein Powerhouse sind, super viel Antioxidantien. Und das muss natürlich auch irgendwo herkommen und die Blätter, da schmeckt man schon sehr, die sind wirklich sehr, sehr dominant, aber meines Erachtens auch super schmackhaft, kann man super gut essen und auf jeden Fall auch ein Staple, weil bei uns viele, viele davon wachsen. Brennnesseln auf jeden Fall auch immer ganz nach unten in den Mixer, ganz wichtig, weil die Brennhaare müssen auf jeden Fall zerstört werden, sonst habt ihr auch ein Problem, sonst zerstören euch die Brennnesseln nämlich. Und aber auch sehr, sehr, sehr dominant im Geschmack, von daher auch nicht damit übertreiben, weil das ist wirklich krass. Also, ne? Baumblätter sind da wesentlich milder. So, das ist hier kein Giersch, das ist Springkraut, ja, nicht verwechseln. Sehen sich ein bisschen ähnlich. So, hier haben wir den nächsten Vertreter, OPC-haltiges Kraut, und zwar das ist der Weißdorn, ja, ebenfalls eine Basis. Das sollte deine Basis sein, ja, Weißdorn unter anderem, Eichenblätter. Ich zeige euch mal so 5 Stück, die ja deine Basis ausmachen sollten, ja. Und hier sieht man es gleich noch ein bisschen besser fokussiert, wie der aussieht, der Weißdorn. Wie gesagt, enthält natürliches OPC auf jeden Fall. Schmeckt sehr gut, ist mein Lieblingsbaumblatt, muss ich ganz ehrlich sagen. Nur leider sehr schwierig zu pflücken, weil er auch Dornen hat, Weißdorn, wie er schon sagt. Und nicht so ergiebig, die Blätter sind relativ klein, aber absolut mein Favorite. Und Weißdorn findest du überall. So, er musst du jetzt komplett los hier einfach mal. Deshalb noch eins hier. Das ist die Hasel, ja. Nicht Haselnussbaum, nein, das ist Hasel, ja. Und Hasel ist das Mildeste. Vielleicht damit anfangen, ja, mit Weißdorn zusammen. Die schmecken wirklich super gut und sind ganz soft, seht ihr hier. Ja, sehr, sehr wenig Bitterstoffe, Gerbstoffe, sehr weiche Cuticula. Kann man super gut essen. Hasel findest du überall, wirst totgeworfen mit, ja. Und von daher an sollte ebenfalls seine Basis ausmachen. Ja, jetzt haben wir Eichenblätter, Weißdorn und Haseln, ja. Findest du echt überall und hast du immer frisches Grünzeug am Start auf jeden Fall. Musst du nicht irgendwas Teures kaufen oder sonst was. Oder wie auch immer, hier hast du Bio und ne, alles easy. So, das habe ich bisher gesammelt hier. Alles klar, Bruder, bin mit Aldi-Tüte im Busch und, und Latschen. Oh Mann, ey, wenn mich einer sehen würde, der würde auch 112 anrufen oder was weiß ich was, ey. Naja, auf jeden Fall noch ein heißer Tipp hier von mir. Viele Leute fragen sich, was ist das für ein Zeug? Achso, hier, Wiesen-Lieschgras wollte ich euch noch zeigen, genau. Was hier wächst. Aber was ich euch sagen will, ist, wenn man so ein bisschen unsicher ist mit Wildkräuter, ja, schaut auf meinem Buschkraftkanal vorbei, da habe ich auch ganz viele Wildkräuterbücher verlinkt, ja. So, aber trotzdem, ey, holt euch die Gräser einfach, ja, weil Gräser, es gibt so gut wie keine giftigen Gräser, ja. Wildkräuter hat man ja immer mal Angst, ob das irgendwas ist, was dich umbringen kann. Und es gibt wirklich krasse Sachen, da muss man schon aufpassen bei den Wildkräutern, ja. Sehr wenige, aber wenn, dann hast du wirklich ein Problem. Und, aber Gräser, Leute, Gräser, holt euch einen vernünftigen Entsafter, ja. Unten ist auch immer mein Endjuicer verlinkt. Holt euch irgendeinen, aber holt euch einen Slow Juicer auf jeden Fall. Das ist ganz, ganz wichtig. Je besser der Entsafter, desto besser, ja. Und entsaftet einfach Gräser. Billiger könnt ihr es nicht haben, ja. Nährstoffe. Das ist die taube Trespe unten, habe ich übrigens gezeigt hier. Ebenfalls ein Gras. Und das ist hier die Weide, ja. Die enthält natürliche Salicinsäure. Genau genommen die acetylierte Form. Acetylsalicylsäure. Das ist Aspirin. Daraus wurde es damals gewonnen, ja. Von daher nicht konsumieren, meiner Meinung nach, sollte man definitiv nicht konsumieren, hier die Weide, ja. Sehr schmale Blätter, so ein bisschen silbernfarbig, eigentlich kaum zu verkennen. Dann haben wir hier Knöllgras, genau. Knöllgras, ebenfalls sehr leicht zu erkennen, so knollig. So, und zwar, das ist jetzt meine Ausbeute hier, zack. Hier haben wir hier verschiedene, das sind ungefähr so, naja, 300, 400 Gramm ungefähr, sag ich mal. An Blättern hier 450 Gramm Spinat ungefähr. Ich hatte noch Weizengras 150. Ungefähr so ein Kilo Grünzeug immer, ja. Das sind die verschiedenen Blätter. So, das sind hier die Mangos. Ihr seht, die sind alle nicht mehr so schön. Ja, so. Und hier auch. Und hier ist, glaube ich, eine ganz miese Stelle. Hier, das muss ich alles wegschneiden. Ja, so. Hier auch so. Das sind alles so, naja. Nicht so die tollsten Mangos, dafür sind sie extrem billig und dafür sind sie aber auch wirklich sehr, sehr reif halt. Sogar vielleicht ein bisschen zu reif. Ja, und das ist meiner Meinung nach die beste Kombi. Ich esse davon 2 Mahlzeiten halt. Ne? Das teile ich mir auf. Also das braucht ungefähr eine Stunde, bis das verdaut ist, sage ich mal so. Ne? Das zuerst rein, danach ein bisschen Spinat oben drauf. Ja? Wichtig ist, dass die Brennnessel halt ganz nach unten kommt, sonst habt ihr irgendwo Brennhaare noch und dann habt ihr Probleme halt, ne? Ja, dann mixe ich das alles und dann ganz wichtig, ohne Wasser mixen, mit dem Stößel rein, damit keine Oxidation passiert. Wenn ihr einen Smoothie machen wollt, was ich euch nicht empfehle, weil sehr viel Wasser da drin ist, was die Magensäfte
verdünnen wird, dann nehmt auf jeden Fall einen Aufsatz und mit einem Vakuum halt. Ne? Kann ich euch, glaube ich, hier unten mal verlinken, wenn ich es nicht vergesse. Genau, ich habe den Bianco Puro. Nein, Bianco. Doch, nein, nein. Bianco Di Puro. Genau, den habe ich hier. Der hält daneben lang. Der hält, der ist 25 Jahre Garantie und so weiter. Das Nachhaltigste, was man kaufen kann, finde ich. Genau. Genau, erst das hier, erst die Blätter hier rein. Ja, sehen wir hier. Danach oben ein bisschen Spinat drauf. Mixen ohne Wasser und so weiter. Und danach diese Mangostückchen in eine Schüssel klein schneiden. Und dann, also Mangos ist wirklich am intensivsten, so am cremigsten. Also mit Apfel ist es sehr schwierig, solche Sachen noch zu essen. Von daher fangt am besten an, am besten halt mit Mangos, ja. Genau. Ich zeige euch das mal. So, ich habe es hier mal angeschnitten. Schaut mal, ich muss, glaube ich, nichts sagen, dass das hier mega Mangos sind. Schaut mal, wie orange die sind von innen, ja. Und zwar fragt euren Typen vom Wochenmarkt, ob er euch solche Überreifen hier besorgen kann. Die kosten dann echt nicht viel, ihr kriegt die wahrscheinlich geschenkt oder sowas und ihr kauft die mir einfach ab, so. Ja, ihr seht hier, das sind echt mega. Habe ich nicht immer da, wenn er aber welche bekommt, dann ruft er mich an, bevor welche weggeschmissen werden, hole ich mir die lieber, ja. So, viele Leute sagen, ja, klar, ne, so von, kommen von so weit weg, ja, gut, aber sonst werden sie weggeschmissen halt, ne, und dann esse ich sie halt lieber und schneide mir die Stückchen halt raus, die noch gut sind halt, ne, hier muss man viel wegschneiden, aber das geht schon. So sieht es jetzt aus. Seht ihr, das ist schon eine richtig heftige Farbe. Hier mit den Mangos. Und dann ohne... So. Seht ihr, das ist richtig feste Masse. Seht ihr das? So. Und das ist jetzt echt... Das kann ich, glaube ich, auch nehmen. So. Und das nimmt man... Das kann man jetzt sehr gut hier... Seht ihr, das ist eine richtig feste Masse. So, das können wir noch gut verdauen jetzt hier. Wenn hier unfassbar viel Wasser noch da drin ist, so, wo soll die Magensäfte halt noch hin, ja? So, seht ihr? Und das kann man jetzt super, da ist noch ein bisschen was im Mixer drin. Und das kann man jetzt super hier vermischen. Und das esse ich jetzt gerne. Das riecht schon sehr aromatisch. Das ist unfassbar krass, wie aromatisch sowas riecht, das Grünzeug. Also richtiges Grünzeug. Ja, seht ihr das? Das esse ich jetzt zweimal. So, hier. Solche Sachen hier, ja. Also ich auf jeden Fall mal ein Kilo Grünzeug habe, da habe ich auf jeden Fall locker über 30 Gramm Eiweiß auch. Leute, ich wollte euch noch sagen, das sieht doch einfach fantastisch aus, oder? Und ich wollte einfach nur sagen, das schmeckt so unfassbar gut. Probiert unbedingt diese Kombi hier aus. Gerade Haseln, das schmeckt so toll. Ein paar Eichenblätter, Weißdorn hier, ein paar Brennnesseln, nicht so viel Brennnesseln. Ja, fangt damit sehr langsam an. Brennnessel ist sehr, sehr dominant im Geschmack. Ja, so lecker ist das einfach, wenn ihr natürlich auch gute Mangos hier auch noch bekommt dazu. Ne? Also das schmeckt wirklich so unfassbar lecker. So kann jeder sein Grünzeug essen. Trinkt keine Säfte, ja, in der veganen Ernährung. Gar nicht in der Übergangszeit. Ein Grünsaft am Anfang, das war's. Nicht irgendwie 3, 4, 5 Säfte. Nein, macht das nicht. Ihr müsst die Kalorien reinbekommen. Ihr müsst doch satt werden, ja. Ihr müsst doch die Ballaststoffe bekommen. Ganz wichtig, Säfte ist für später, später, wenn ihr noch mehr, sag ich mal, gereinigt seid, sag ich mal, ne. Und, ja, aber für den Anfang deshalb... Ich mache das auch. Ich bin definitiv auch kein, was weiß ich was, ja, wie soll man sagen, dass mein Darm millionenfach Prozent top funktioniert, sondern ich muss auch noch hier, seht ihr das hier, ne? Ballaststoffe essen. So, und wie ihr seht, das ist schon sehr viel Grünzeug, was ich hier habe, ja. Es ist wirklich schon sehr, sehr viel. Das schmeckt wirklich so unfassbar lecker, ja. Diese Kombination hier Haseln, ja, das schmeckt, das ist so toll. Und ein bisschen Kirschen und Weißdorn. Weißdorn und Hasel schmeckt wirklich sehr, sehr gut im Geschmack, ja. Brennnessel ein bisschen zurückhalten, ja, ganz klar, ist sehr, sehr dominant. Wichtig ist, verzichtet erstmal auf Säfte, ja, würde ich sagen. Verzichtet wirklich erstmal auf Säfte, ihr müsst Kalorien reinbekommen und Dinge, die euch satt machen halt, ja. Von daher braucht ihr die Ballaststoffe gerade in der rohveganen Ernährung, gerade wenn man so schleimfrei in Anführungsstrichen ist, ja. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr wichtig, holt euch lieber einen Mixer und macht euch erstmal hier diese Grünzeugblätter-Smoothies hier. Anstatt irgendwelche nur Säfte. Es ist schön, ja, Säfte sind so eine Ergänzung halt. Wenn man aber die Ernährung auf Grünzeug und so weiter basiert, dann ist es sehr schwierig nur mit Säften halt, ja. Wenn du aber deine Ernährung ergänzen willst zu einer Omnivore und alles, was du isst, sind Säfte besser halt, ja. Weil da kannst du in sehr konzentrierter Form halt sehr schnell zu dir nehmen. Aber ansonsten bist du darauf angewiesen halt eben, wenn du es halt nicht so machst, sondern andere hochkalorische Sachen halt noch isst, ne. Von daher an besser hier das Grünzeug wirklich essen und wie gesagt, guckt euch mal, was, wie feste Masse das ist, ne? Das oxidiert auch nicht so schnell, ja. Hier kann weniger Wasser eingewirbelt werden, weil kein Wasser hinzugewirkt worden ist beim Mixen, ne? Wie gesagt, ansonsten Vakuummixer, den Aufsatz holen hat Bianco eigentlich immer, ne? Ja.
So, meine letzte Mahlzeit für heute. Zwar, das sind Lupinen. Ja, sehen wir hier. So sehen die aus. Werden schon so langsam grün. Ja, jetzt kann man die gut essen. Lagern auch Anthocyane ein. Sehen wir so rot. Ziemlich schöne Sorte. Es gibt auch noch andere Lupinen hier. Die werden erst morgen oder übermorgen fertig. Aber die sind auch schon, seht ihr, grün. Die werden auch schon so langsam grün, können aber noch ein, zwei Tage. Und dann kann man die wirklich gut essen und gut verdauen. Vorher kann man diese nicht so gut verdauen, ja. Da schon wieder neue am Einweichen. Hier oder hier auf verschiedene, das ist rettig. Naja, auf jeden Fall, das esse ich mehrmals die Woche auf jeden Fall. Das sind 150 Gramm, ich denke mal, das werden so um die 50 Gramm Eiweiß sein. Die haben echt ultra viel, gerade im gekeimten Stadium. Nichts, was mehr hat, dass ich so vielleicht auf, weiß nicht, 90 Gramm Eiweiß oder so 100 Gramm Eiweiß irgendwie so am Tag kommen, das kann schon sein. Jo, das war's auch schon wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.